Hallo, liebe Leute. Also ich habe gerade eine künstliche Intelligenz gefragt, was spirituelles Erwachen bedeutet. Und es sagt, das spirituelle Erwachen ist das Bewusstsein oder Erleuchtung der wahren Natur der Dinge über ein Selbst und das Universum. Es ist ein tiefes Verständnis und Realisierung über die Verbundenheit von allen Sachen und die ultimative Verbindung des Universums. Dieses Verständnis bringt einen oft dazu, bringt einen zu einem tiefen Sinn für Frieden, Liebe und ein Zusammensein mit dem Universum. Es kann auch eine persönliche Transformation, einen Sinn für persönliche Transformation bringen und ein tieferes Verständnis für das eigene, of one's own purpose, von eigenen Berufung oder Grund, warum man da ist und seinen Platz in der Welt. Okay, und dann fragen wir es, what, und jetzt machen wir es komplizierter. What does it mean to be aware of awareness? Oh, jetzt war es richtig krass. Okay. Und er sagt, jetzt wird's interessant, okay. Bewusstes Bewusstseins zu sein heißt, dass du dir bewusst bist, dass du bewusst bist. Es ist ein Zustand der erhöhten Selbst, des erhöhten Selbstbewusstseins und wie sagt man, Mindfulness. Bewusstsein, in welchem du voll präsent bist im Moment, okay, das klingt gut, und du bist dir bewusst der eigenen Gedanken und Gefühle oder Wahrnehmungen. Dieser Zustand des Bewusstseins erlaubt dir mehr mit deinen inneren Erfahrungen auf seine eigenen Erfahrungen, wie sagt man in Deutsch? The state awareness allows you to be more attuned to your own inner experience. Es erlaubt dir mehr in Einklang zu sein mit deinen inneren Erfahrungen und der Welt um dich herum. Es kann dir mehr Klarheit bringen, Fokus und Verbindung zum jetzigen Moment. Na gut, das erklärt Awareness of Awareness nicht, aber das geht ja auch nicht, weil das KI ist ja nicht bewusst. Deswegen kann das KI nicht wissen, was das bedeutet. Aber was ich interessant finde, ist, dass das KI sagt, mit dem Präsent, also mit dem Moment im Jetzt. Das finde ich super. und jetzt schreiben wir mal, jetzt wird's interessant. Is Sadhguru spiritually awakened. Das wird jetzt ultra interessant. Ich wette, er sagt ja. Sadhguru is a spiritual teacher and founder of the Isha Foundation, a non-profit based in India. It is not for me to say whether or not he is spiritually awakened. As a spiritual awakening is a deeply personal subjective experience. Only Sadhguru himself can say for sure that he has a spiritual awakening and to what degree. Also he's just looking for more information on his teaching first to gain a better understanding. Das ist ja krass. Also er sagt, ich kann es euch nicht sagen, ob er erwacht ist oder nicht. Nur er für sich selber kann das wissen. Das ist aber krass. Which spiritual teacher is the most enlightened? Okay, welcher spirituelle Lehrer ist der am der erleuchteteste? It is not for me to say whether the most enlightened spiritual is, as enlightenment is a deeper personal subjective experience. Different people may find different teachers to be more enlightening, depending on their own beliefs, experiences, and needs. It's important to note that the concept of enlightenment varies greatly among different spiritual traditions. Krass! Okay.
Traditions teach that it can be difficult to compare one teacher level of enlightenment to another. I suggest doing your own research and exploring different teachings to find one. Also er kann es nicht sagen, weil und es gibt verschiedene Konzepte des der Erleuchtung und deswegen ist es von Tradition zu Tradition anders. Okay. Also, warte, wir fragen die KI noch irgendwas. Oh, wir könnten was Hardcore probieren, was er nicht wissen kann. What is libido, libido self-empowerment? Okay, ich hoffe, ich schreibe es richtig. Self-empowerment, ich glaube, nee, so. Self-empowerment. Ich glaube, ich muss das korrigieren hier. Self-empowerment. Also, what is self? Libido self-empowerment. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Libido self-empowerment refers to the process of taking control of one's own sexual energy and using it to empower oneself. This can involve practices such as developing a deeper understanding and connection with one's own sexuality, learning to channel sexual energy for personal growth and transformation, and using sexual energy to improve one's overall sense of well-being and self-empowerment. This can be a powerful tool for personal growth and can help individuals to feel more confident in control of their own life. Ist das krass? Also er sagt, Libido selbst ist im Endeffekt, dass du den Prozess, dass es um den Prozess geht, dass du deine sexuelle Energie benutzt, um mehr Kontrolle für dein Leben auszuüben zu können und dich selbst zu ermächtigen. Ist das geil. Okay, und dann, jetzt auch, was er gar nicht wissen kann. What is toxic metaframing? Okay, was ist toxisch metaframing? Das kann er absolut nicht wissen. Okay, pass auf. Toxic metaframing is a type of manipulative behavior in which a person attempts to control and manipulate another person's perception of a situation by framing it in a way that is skewed or distorted. This can involve presenting false or misleading information, withholding important details, using Hallo? This can involve presenting false or misleading information, withholding important details, using emotionally charged language to manipulate the other person's feelings and reactions. Toxic metaphoring is a form of emotional abuse and can be highly damaging to the person on the receiving. It is important to be aware of this tactic to rise when someone is attempting to manipulate you through toxic metaframing. Ach, das ist ja mal krass. Also er sagt, die KI sagt, es ist eine Art von manipulativem Verhalten, in dem eine Person versucht, die andere zu kontrollieren oder manipulieren, indem sie ihre oder die Wahrnehmung der anderen Person einer Situation manipuliert, indem sie sie neu einrahmt oder halt neu definiert in einer Art und Weise, die die verschoben ist und verändert. Das kann zum Beispiel, indem man falsche oder irreführende Informationen oder wichtige Details enthält oder emotionale geladene Sprache benutzt, um die Person und ihre Gefühle und Reaktionen zu manipulieren. Toxic Framing ist eine Form von emotionaler Misshandlung und kann sehr kaputt die andere Person kaputt machen, die das bekommt. Also den Satz hätte ich schreiben können. Toxic Metal Framing is a form of abuse and can be hard damage to the other end. Also das hätte ich schreiben können. It is important to be aware of this tactic and to recognize when someone is attempting. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und es sofort zu erkennen, wenn jemand versucht, dich auf diese Art und Weise zu manipulieren. Also da die letzten zwei Sätze, die hätte ich tatsächlich eh schreiben können. Natürlich manche Sachen so ein bisschen so generell geschrieben, so. Man merkt schon, dass das von irgendwo gezogen wurde, so, diese Info. Aber es ist interessant zusammengeführt. Also ich hätte getippt, dass Toxic Metaframing nicht wissen, was mit was Menschlichen und Emotionalen zusammenführt. Ich hätte gesagt, okay, vielleicht denkt er irgendwie was total anderes. Also das ist schon ziemlich krass, weil Toxic Metaframing, den Begriff habe ich erfunden, den gibt's gar nicht. Also in der normalen Literatur. Und Libido Self-Empowerment gibt's auch nicht in der normalen Literatur. Das findest du nirgendwo. Und das ist schon ziemlich heftig. Also
Wir haben die KI jetzt mal so ein paar spirituelle Fragen gefragt. Wenn euch das gefällt, machen wir weiter mit der KI so Sachen fragen. Also ihr werdet sehen, ob euch das gefällt oder nicht. Aber ich wollte das mal hochladen.